Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Enderal. Und ja, nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen Rache gelüstet haben, denke ich, werden wir diese Folge ein bisschen dem Ganzen frönen. Und eigentlich immer noch im Endeffekt der Familiengeschichte helfen. Da gab es ja den gewissen Stress zwischen der Schwester und dem Bruder aus der Unterstadt. Was soll man sagen? Ist der gerade losgeflogen? Ich hatte irgendwie so das Gefühl. Aber wir sollen genau den Schlüssel an einem Marktplatz der Unterstadt finden und zum Billbad bringen. Und wurde ja auch gesagt, wo der ist. Und daher denke ich, dass es machbar ist, das zu finden. Ich finde das immer noch so geil hier. Also das haben die echt gut gemacht. Muss man einfach mal eingestehen. Also das hier haben sie echt richtig übertrieben gut gemacht. Ja, hier sind alle krank und alle wollen Groschen. Also wirklich, das ist also von den Orten, allen Orten her, der mir bisher meistens wirklich gefallen hat. Der ist echt so übertrieben gut. Ja, muss ich hier lang, ne? Ja, hier passt doch alles. Alles, wirklich. Marktplatz müsste ja dann gleich da schon sein. Und dann finden wir dann auch schon bald den Schlüssel. Aber ich denke, wir werden da vorher noch drauf angesprochen, wenn wir den Schlüssel nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann einfach so und dann ist er weg. Wäre zu einfach. Übrigens ist meine Performance ein bisschen besser geworden. Arbeitsspeicher. War ja immer mein Pläsier, dass das mit dem Arbeitsspeicher nicht so gut ging. Ja! Hier musste ich hin. Da war das aber. So, hier, Hängemoos, das ist die Frau, ne? Ne, das ist nur die Hure. Ja. Oh, das hätte man aber... Guck mal, das könnte einem dieses Blitzende doch auffallen, wenn man hier hinging. Hätte man tatsächlich merken können. Ich weiß natürlich nicht, ob der Gegenstand vorher nicht lag. Das weiß ich nicht. Naja, ich bringe dann mal den Schlüssel zurück. Ich denke, das ist auch wirklich die... Also für irgendwie, also in meinem Kopf habe ich das Gefühl, das ist die gerechtere Lösung. Ich weiß es nicht. Man kann darüber diskutieren, ja. Aber die Schwester hätte das wirklich nur für den Glimmerstaub ausgegeben. Und wir wollen ja keine Perlen vor die Säue werfen. Das ist nicht das Ding. Da. Wasserwerk. War das gerade die Stimme von Patrick? Dieses Gähnen. So. Ach ja. Ach, das ist so geil alles gemacht. Weil ich halt wirklich am besten finde, diesen Ausblick, wenn man auf die Stadt guckt. Und unten in der Unterstadt. Alter. Episch. So. Oh mein Gott. So.
Ihr werdet mich niemals kriegen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 135 Groschen. Oh, im Gesellenbuch. Das nehme ich doch mal mit. Ja, Geld ist hier tatsächlich ja immer noch. Wir sind jetzt, wie viele Folgen sind wir jetzt hier im Spiel? 30, 40 in der Mod? Ist das Geld immer noch nicht, der Rubel rollt noch nicht so. Weinflaschentruhen. Oh, hier war eine Tour. Auch Groschen. Karotten. Ja, Essen nehmen wir ja immer mit. Das haben wir ja festgestellt, wenn man sich das bei uns anguckt. Ich meine, das kann man ja halt auch so gut zum Heilen nutzen, ist halt das Ding, ne? Kann ich irgendwas kochen? Natürlich vegane Suppe ganz oben. So muss das sein. Ja, die haben mich doch eh schon entdeckt. Oh Gott, aber nur mit Grull. Oi. Ha, auf ihn! Ei, das Movement, Alter, Leute! Aber hier läuft's. Oh, ein Tresor. Oh. Hatte ich jetzt mehr erwartet. Alter, Amulette Leichtfüßigkeit. Schlechter von Ark. Anscheinend habe ich den Teil schon gelesen, weil es ist ja sogar eine Quest von uns, genau. Beutetruhe, Alter. Glimmerstaubrezepte, das lohnt sich. Stab der Erdung, Alter, ja. Bücher. Dorf in Aufruhr. Habe ich anscheinend auch schon gelesen. Der Aufbruch. Der Heilige Orden. Ich finde das mit Büchern immer so geil. Ich will ja alle lesen. Alle. Weil die halt auch so gut geschrieben sind, ne? Das ist halt das Merkwürdige. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? So, ein Schuckerstretzel. Damit dürften wir doch geheilt. Ach, viel zu viel, was ich gemacht habe. Viel zu viel. Oh, ein Bauplan. Ein Goldbeutel. Ein Werkzeugkasten, der ist auch viel wert. Ja. Oh nein! Aber mit wem hat er geredet? Der ist doch alleine. Machen wir schon nicht schlecht, ne? Mittlerweile. Pfeilsammlung? Ja, nehmen wir mit, ne? Gibt ja keinen Nachteil dadurch.
Tränke immer mitnehmen, ist auch nicht schlecht. Ja, komischer Ausweg durch diese Mühle, aber es hat mir Geld gebracht, Alter. Und dann nicht wenig anscheinend. Es war schon, das war lohnenswert, der Besuch da. Also Grüße an dieser Stelle gehen raus an die Pfadfindung. Oh, jetzt ist schon wieder Nacht. Nein! Nein! Jetzt sieht der Marktplatz in der Kasernenviertel erst. Schaut euch den Marktplatz, hätte ich eventuell... verkauft. Hä? Wieso kam ich nicht in den Griff? Bin ich dumm? Scheinbar schon. Aber gut. Das weiß man ja. Ja gut, hier mit dem Nebel und alles geht da die Performance ein bisschen in den Knie, aber sie ist deutlich besser als in den ersten Folgen auf jeden Fall für das Projekt. Wie ich finde. Sich einfach daran, weil diese Mod so viel Arbeitsspeicher und vor allem Enderer so viel Arbeitsspeicher braucht. Ey, das sieht schon gut aus, ja klar. Aber es sieht immer noch nicht so gut aus wie mein normal gemoddetes Skyrim. Will ich jetzt mal so sagen. Ich stehe nur. Ah klar, jetzt ist Lo. Der Typ ist nicht da. Blut, wo ist Milbert? Verdammt, das sieht gar nicht gut aus. Das passt sogar gut zur Situation. Ja, das stimmt. Blut und dann wird er vielleicht von seiner Schwester verprügelt. Aber Marktplatz ist gut, da kann ich vielleicht noch Sachen verkaufen. Ich weiß nicht, wie spät es genau gerade ist. Dann vielleicht haben wir nämlich noch Glück. Da ist der große Marktplatz, ne? Ja, das sieht scheiße aus. Die meisten Händler weg. Nee. Ja, alle weg, alle weg. Naja, muss ich später verkaufen. Ich hätte auf dem Marktplatz Sachen in meine Kiste tun können, die Bücher. Scheiße. Naja, gut. Was sollen wir machen, ne? Ist auch nicht so schlimm. Boah, Leute, wieso muss ich so weit laufen? Hätte ich doch auch hier rausge... Ah, ne, ich muss ja vorher das Blut entdecken. Stimmt. Und wieder, wo muss ich denn überhaupt hin? Wink ist... Ah, da könnte runtergeladen, super. Sieht das bei uns nach Hinweisen? Ach so. Vielleicht ist die Schwester also... Tatsächlich wirklich schuld. Alter, und jetzt gleich wieder dieser mega Ausblick. Ich freue mich gerade schon so richtig innerlich darauf, gleich das zu sehen. Achso, oh. Ne, wir sind hier falsch, ne? Warum müssen wir immer erst in der Ecke? Ich weiß jetzt gerade, doch müssen wir. Alter, das ist so geil. Dieser Ausblick hier, das ist so übertrieben gut. Also, das ist das Beste, was ich. Also die Mod ist eh... Also es ist schwer. Ich würde sie zusammen mit Interesting NPCs, kann ich nicht sagen, was besser von den beiden ist, als die beiden besten Mods, die ich auf dem Markt kenne. Nee, obwohl das ist schwer. Was sind die besten Mods, die es auch, überhaupt gibt?
Counter-Strike 1.6 für Half-Life. Muss man einfach mal dazu zählen. Vielleicht Black Mesa. Mehl für Portal ist auch schon übertrieben gut. Bei Skyrim ist es auf jeden Fall die Fülle, weil Interesting NPCs und Enderal dabei sind. Sind beide übertrieben gut. Interesting NPCs hängt halt alles nicht so viel zusammen. Ich finde die Vertonung und die Quests aber auch extrem gut. Weil hier auch alles gut ist. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht ist Enderal doch besser. Ich kann es nicht genau differenzieren. Es sind beides mega gute Quests und in der Top Mods sind in der Top 10 der besten Mods, die es gibt. Einfach. Oh mein Gott! Ein Chaurus, oder wie diese Dinger nochmal heißen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich brauche einen Heiltrank. Jetzt. Genesungstrank. Puh. Den brauchte ich, sonst wäre ich, glaube ich, gestorben. Ein Münzhaufen. Hallo, ich würde den gerne durchsuchen, danke. Ein Papier. Das Papier ist schmutzverkrustet und von blauem Puder bedeckt. Die Handschrift ist krakelig, wie von zittriger Hand geschrieben. Ja, das war die Schwester, die drogenverseuchte Schwester. Gunnar, netter Kerl. Einer von den Sichelfritzen. Scheint öfters kommen zu wollen.